Jo, wir sind bei der zweiten Runde Nosgoth. Zumindest im Let's Play. Und ich freue mich. Ich habe eine Klasse freigeschaltet. Bei den Menschen. Den Propheten. Den werde ich jetzt auch direkt mal ausprobieren, wie der ist. Mein Stuhl war das. Keine Sorge. Ach. Ihr ist ja egal im Prinzip, was es ist. Ihr riecht es ja sowieso nicht, wenn es ein Sturz wäre. War aber mein Stuhl. Wieso bin ich so getrennt von meinen Leuten? Da fängt es schon an. Mal sagen, ich wechsle gleich die Klasse. In diesem Ding hier ist das irgendwie nicht so vorteilhaft, als so eine große Zielscheibe hier rumzurennen. Wo sind die denn? Ist das direkt unter mir? Irgendwie gerade nicht so viel Action, nicht? Sehe sie nicht. Moment, die Schüsse kamen von da. Ah, okay, ich hab euch. Okay, vielleicht sollte ich die Position wechseln. Da. Wo ist er? Wo ist er hin? X. Oh, du Missgeburt. Oh Gott, er hat einfach meine Leiche verschlungen. Meine. Denn. Oh Gott. Vampire müssen gewinnen, damit ich. Wir müssen hier einen möglichst großen Vorteil rausholen, weil bei den Menschen möchte ich eine neue Rolle ausprobieren. Ach, da hinten. Sind sie denn da? X. Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt, deswegen. Okay. Jo, das brenne ich auch. Ich wollte eigentlich zu der Leiche, aber okay.
Also man springt automatisch anscheinend, wenn man an Kanten vorbei rennt. Das ist gut zu wissen. Irgendwie finde ich hier keine Menschen. Ach, das ist die, das Ende der... Ah, okay. Da hinten, da hinten, da hinten. Oh, da sehe ich ganz viele Kills. Ganz viele Kills. So. Kann ich auch ein bisschen mehr Action spielen. Ein bisschen mit mehr Einsatz. Ja. Schnappen wir uns die mal von hinten. Sehr gut. Läuft sehr gut für uns. Ich hoffe, als Menschen kacken wir nicht so hart rein. Sonst muss ich zur Not zu einer Klasse... Ja, nee, scheiß drauf. Schauen wir einfach mal, wie es wird. Da, da ist einer. Okay, ich bin in der Sackgasse. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich am Arsch. Oh. Okay, 429. Ich frage mich, wieso. Wieso diese Zahl? Manchmal bin ich... Beim letzten Run bin ich auf 100, 500 hochgekommen. Ah, ja, Mann. Wieder auf volle HP. Ja, Mann. Oh, es läuft. Oh Gott. Es läuft besonders geil, ey. Oh, hab ich zerplatzt. Scheiße. Aber schon sehr geiles Gameplay als Vampir, aber auch als Mensch. Also das Spiel ist echt schon rundum sehr gelungen. Hier ist bestimmt ein Erdbus dafür. So hin. Ja, das war's. Haushoch gewonnen. Haushoch gewonnen als Vampire. Mal schauen, wie es wird, wenn
wir jetzt Menschen sind und ich diese neue Klasse habe, die Propheten. Ein Prophet. Ein Prophet. Mal schauen. Oh, sieht der cool aus, ey. Guckt, er hat solche Mini-Railguns. So, haben alle fertig geladen. Meine Leute scheinen ja ganz schnell zu sein. Die haben alle einen höheren Ping durchweg. Außer hier bei mir einer, der ist richtig hoch. Na gut. Trotzdem haben wir ja in der letzten Runde okay, hat ein bisschen Rückstoß. Etwa. Okay, der Kuh ist, glaube ich, halt so ein Burst-Schuss. Tja. Tja. Oh, die Klasse mag ich irgendwie doch schon. Ist irgendwo so ein Flugtyp. Und der lädt voll schnell nach, das ist geil, ey. Helft mir! Oh, irgendwo eine Aufladestation. Ah, hier, perfekt. Gott, es schreckt mich nicht. Da ist noch eine. Heil dich. Immer zusammen stehen. Zusammen sind wir nämlich stark. Auch mein zweites Let's Play scheint sehr gut zu laufen für mich, was Stats angeht. Ich habe jetzt 1-0, 1-0-3, aber allgemein das Team ist, steht ja auch schon 5-2, also. Oh Gott. Da oben ist also einer. Ich will mich nicht von der Gruppe trennen. Scheiße. Schon steht's 5-6-3, okay. Der lebt noch und rennt rum. There can be no doubt. Victory will come. Prophet ist also weiblich. Hört sich zumindest so an. Ich muss darüber zu meinen Leuten. Die Leute nieden mich. Sie nieden mich. Leute. Leute. Was geht hier? Was ist dieser Rauch? Geil, ey. Der ist echt schon cool. Ist besser als so ein Armbrustschütze, finde ich. Aber den können wir ja auch nochmal spielen in einem anderen Teil. In diesem Teil spiele ich den Prophet. Oh, oh, oh.
Ach, dann. Na, ich heile mich. Okay. Hier drin scheint es eigentlich gut. Gut zu sein. Ich will den töten. Wo ist er? Greed. Greed. Oh, ich habe mich von der Gruppe getrennt. Nur wegen der Gier. Gott. Oh Gott! Schnell weg hier. Dann hat mich ein anderer geschnappt. Da ist einer fast tot. Schnappen wir uns den. Wo ist der hin? Habe ich denen die Energie weggenommen? Na gut, vielleicht sollte ich die heilen. Falls das ein Heal ist. Gott. Nee, heilt mich nicht. Aber okay, kann man sich kaufen. Dann heilen die Dinger. Hier steht 15 zu 4, also. Naja, auf beiden Seiten sehr, sehr eindeutig. Da oben war jemand. Halt dich von mir fern. Bitch. Wo ist hier so ein Aufladeding? Wenn man die Map doch kennen würde. Da ist eins. Hier ist auch eins. Tut mir leid. Ich muss meine Stats wahren. Ja, also irgendwie geht hier nichts mehr. Die wollen nicht. Rage Quit. FPS geht aber auch. Die geht aber auch je nach Map ziemlich runter. Bei mir geht die hier teilweise auf 20 runter. Uncool. Aber sonst relativ flüssig. Mal gucken, wie das auf YouTube dann wird. Aber es sieht fantastisch aus. Ja, kommt hier noch was? Da wir hier gut zu viert sind. Und die spielen auch nur diesen Bogenschützen. Wieso spielen die nicht diesen wenigstens einen mit so einem Raketenwerfer-Ding? Scheint ja so zu klappen. Also so ist es nicht, aber trotzdem. Wir sollten vielleicht auch nicht auf offener Straße hier rumhängen. Ist der?
Ich find's cool, dass man hier nicht so genau zielen muss. Sehr einsteigerfreundlich, weiß ich nicht. Liegt eher daran, dass das sehr Schrot-AOE-Waffen sind. Vom Feeling her zumindest. Selbst die Pfeile von den Armbrustschützen. Ja, also das war schon ein ziemlicher Stomp. Ja. 20 zu 6. Victory! Sieht doch gut aus. Dann gehe ich mal aus der Lobby raus. So. Das war dann das zweite Part des Let's Plays. Ich habe genau 750 Punkte. Cool, ey. Mal schauen, was ich damit anstellen kann. Und wir sehen uns an dem nächsten Part. Bis dann.